Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA. Gott, was erzähle ich denn hier? GTA 5 ist ja mal gar nicht jetzt gerade angesagt bei mir. Ja, meine PSN-Freunde, die kann ich euch ja mal hier ein bisschen zeigen. Ist nicht besonders viel hier. Könnt ihr mal gucken? Ja, geht noch weiter. So, das war's eigentlich schon. Ja, heute muss ich mal was loswerden. Und ich habe mir jetzt auch ein bisschen überlegt, was ich sage, weil ich jetzt hier auch erstmal diesen YouTuber nicht beleidigen möchte. Erstmal wollen wir das Positive hier erwähnen. Oh. Das Positive von dem YouTuber erwähnen. Oder, ja, der ist einfach cool. Der ist einfach cool, den Typ, weil ich habe bisher nicht alle gesehen, aber viele. Und zwar nennt sich dieses Genre, was der macht, das nennt sich Brank. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon was gehört. Brank, Slenderman Prank oder Shoot Prank, Robbery Prank, also Bankraub Prank, Masken Prank, Batman Prank, Dinosaurier, T-Rex Prank. Das heißt einfach nur Witz. Witz. Ja, die meisten Pranks sind amerikanische, ne? Denke ich mal, habt ihr bestimmt schon mal was davon gesehen. So, jetzt kommt es mir aber hier um einen deutschen YouTuber namens 0,5 oder 0,5er. Bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall, erstmal, diese Videos sind cool. Zum Beispiel iPhone Prank habe ich, glaube ich, gesehen. Dann war das... Ja, das ist man einfach coole Sachen dabei, ne? Leute wurden dann einfach verarscht und so weiter. Jetzt ist aber so ein Prank gekommen, wo ich finde, da ist wirklich die Grenze erreicht. Eine Grenze, die mir wirklich zu weit geht. Und zwar war es so, dass der Typ, der 0,5er, nennen wir ihn einfach mal so, hingegangen ist zu einem Polizisten, zu einer Staatsperson, ne, zu einer Respektsperson. Das ist ein Mensch, der uns sozusagen beschützt. Ne, es ist eigentlich der Staat. Ne, die Polizei ist die ausführende Gewalt. Die ausführende Gewalt. Ne, habt ihr wahrscheinlich alle schon in der Wirtschaftskunde gehört. So, jetzt kommt natürlich Folgendes. Der hat ihm einfach die Mütze, die Polizeimütze vom Kopf gerissen. Und ist dann weggerannt, etwa 5 bis 6 Meter, dreht sich um und der Polizist schon die Hand am Halfter versucht dann, hat die Hand schon am Halfter, ja, und dann hat er natürlich dieser 0,5er erstmal erschrocken, hey, nur Prank, nur Witz, wissen, du bist auf YouTube. Und der Polizist hat sofort gesagt, hey, Gib mir die Mütze sofort. So, und dann macht er Peng, 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 Peng. Also, so in der Luft nur aus Spaß, so der Polizist. Peng, Peng, Peng. Der Typ natürlich sofort, boah. Sagt dann natürlich, erklärt dann wieder alles, ja, ich bin von YouTube und so weiter. Ne, der Typ war sogar einverstanden, der Polizist, dass er auf YouTube kommt, aber natürlich nur unverpixelt. So. Ja. Warum sehe ich das jetzt kritisch? Erstens mal sind Polizisten sowieso in Deutschland die ganze Zeit nur... die werden sowieso immer für alles verantwortlich gemacht. Scheiß Bullen. Ohne die Bullen wären wir arm dran. Ne? Ohne die Bullen, da würde in Deutschland ein wilder Westen werden da. Ne? Polizisten sind Menschen, die ihr Leben geben für uns. Es hört sich verrückt an, aber die geben unser Leben für uns, für dich. Der gerade den Polizisten da bespuckt, der gibt sein Leben für dich. Irgendwann mal kommst du in die Situation, Geiselnahme in der Bank, ne? Irgendwelche Terroristen oder Bankräuber haben
die Dinge eingenommen, die Bank. Ja? Und die Polizisten holen dich dann da raus. Ne? Dann wirst du nie wieder schlecht von Polizisten reden. Oder ein Polizist beschützt dein Leben. Rettet dein Leben, ne? Kann alles sein. Also auf jeden Fall bin ich ein bisschen abgedriftet. Auf jeden Fall, wenn das jetzt YouTuber nachmachen, ne, die auch so sein wollen, auch den Prank nachmachen wollen, um Klicks, um Abos zu bekommen, die machen das. Und wenn der Polizist dann nicht richtig reagiert, kann es sein, dass du eben erschossen wirst. So. Und das wird sich natürlich dann schnell herausstellen, woher dieser Prank kommt. Weil es halt nur diesen Prank gibt auf YouTube. Die Polizisten machen dann eine Akte. Toter Typ, der Polizist die Mütze klaut. Und dann werden die auf den YouTube-Kanal 0,5er kommen. Und dann wird er nämlich im schlimmsten Fall dafür bestraft werden. Ich fordere nur, dass das Video gelöscht wird. Die anderen Videos können bleiben. Die sind cool. Ja, auf jeden Fall hier. Da wird nämlich keiner geschadet. Ne? Wenn das iPhone ins Wasser fällt, wird natürlich ein Fake-iPhone benutzt. Das iPhone, was dann von dem Typ da genommen wurde, das wird dann schön in die Tasche versteckt. Und der Ding, ja, das ist ja alles harmlos. Auf jeden Fall geht dieser Prank zu weit. Und wenn man mit so einem Prank anfängt und nicht den Schlussstrich kriegt, geht man immer weiter. Ne? Irgendwann mal wird der Prank dann so, dass man dann versucht, einen Banküberfall nachzumachen. Nein! Grenzen müssen gesetzt werden im Leben, sonst sieht das nicht gut aus, ne? Und somit wende ich mich eigentlich an den YouTube-Kanal 0,5 oder 0,5er, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, dass sie oder du das Video löschen tust. Oder wenn du es auf YouTube lassen solltest, dass du bitte eine Info reinpackst. Bitte, bitte, bitte nicht nachmachen. Das ist nämlich ganz wichtig. Ne? Sonst macht das noch jemand nach und dann stirbt er. Und das ist nicht so toll. Ne? So. Ne, Hühner? Habe ich recht? Was? Ah, die laufen mir noch rum. Ja, haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Dukenskommen auf der PlayStation 3. Ciao.